Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Dreiecksbeziehung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Liebe Liada, ich grüße dich, das ist dein Legung und ich starte jetzt. Wie denkt sie über ihn, über ihre Beziehung? Das zeigt hier diese Karte. Die Fischen symbolisieren zwar auch das Seelische, aber auch die Finanzen. Diese Karte ist das Geldkarte. Und das würde ich betonen, dass die Geld steht im Mittelpunkt. Vielleicht das, was die beiden noch zusammenhält. Liebt sie ihn? Diese Karte gibt die Antwort und symbolisiert Veränderungen. Es hat sich zwischen den beiden einiges verändert. Wie ich schon sagte, das Geld steht im Mittelpunkt. Es kann sein, dass es so glückliche Momente gibt, aber das ist immer in kurzen Dauer. Was hat sie vor? Das zeigt diese Freiheit. Sie nimmt einen gewissen Freiraum. Zwar nicht mit ihm zusammen, sondern alleine. Das kann bedeuten, dass sie alleine mal im Urlaub fährt oder in Freizeit mit anderen trifft. Sie hat auch diesen Freiraum, weil er gibt diesen Freiraum. Wie denkt er über sie, über diese Beziehung? Das zeigt diese Karte. Und hier steht er im Mittelpunkt. Er ist sehr ichbezogen. Und ich würde sagen, er schaut nach sich selbst und nicht nach dieser Frau. Liebt er sie? Diese Karte gibt die Antwort. Er fühlt sich zwar stabil in dieser Beziehung, manchmal sogar das Gefühl, dass hier ist er verwurzelt. Und das bedeutet auch, hier trägt etwas Früchte. Das kann auch das Geschäft sein, die Finanzen. Welche Schritte wird er tun? Dieser Turm symbolisiert, dass er gefangen ist mit seiner Situation, mit seinen Gefühlen, wie in einem Gefängnis. Und er möchte da ausbrechen, dann hat diese Karte eine andere Bedeutung als Zeitkarte und zeigt September, zeigt die Herbstmonate. Aber ich betone Monat September. Dieser Turm kann auch Gericht sein und es könnte ein Hinweis sein, dass er diese Scheidung einreicht. Wie denkt er über dich? Das zeigt dieses Kreuz. Natürlich hat es auch religiöse Bedeutung oder spirituelle Bedeutung, aber auch Karma. Und genau das möchte ich betonen, weil das entspricht seinen Gedanken. Eine karmische Liebe, etwas Schicksalhaftes, weil euren Schicksalswegen haben sich gekreuzt. Es war kein Zufall, wenn überhaupt Zufälle gibt. Liebt er dich? Mond zeigt seine Träume, seine Sehnsüchte, seine Wünsche, auch diese Warteposition. Er möchte das empfangen, zeigt auch Tagesträume. Möglich ist aber auch, dass er öfters über dich träumt. Wie sollst du über diese ganze Situation denken? Das zeigt hier diese Karte. Das ist das Vertrauen, das Fluss des Lebens. Hier kommt etwas in fließende Bewegung. Die Linien zeigen hier Reinheit, eine reine Liebe. Oder etwas klärt sich auf.
Außerdem, die Lilien symbolisieren die Intimität. Habt ihr Chancen, zusammenkommen? Dieser Weg blüht auf. Und das bedeutet Glück. Es sind auch keine Hindernisse da. Und hier öffnet sich ein Tor für dich. Und das kannst du verinnerlichen. Nicht nur in die Liebe Partnerschaft, sondern auch geschäftlich werdet ihr auch zusammen sein oder zusammenarbeiten an ein Projekt. Wie auch immer, dieser Zusammenhalt ist hier spürbar. Und in die Liebe Partnerschaft bedeutet diese Karte, verankert zu sein, verwurzelt zu sein. Und das braucht er auch. Bis jetzt war diese Beziehung, aber da ändert sich etwas schicksalhaft und habt ihr einen gemeinsamen Lebensweg und er bekommt dieses Gefühl, hier ist mein Platz. Was kannst du tun? Das zeigt hier dieser Reiter. Das symbolisiert Bewegung. Komm in Bewegung. Du musst nicht direkt sein, aber im Hintergrund kannst einiges bewegen. Was ich noch so vermute, wenn er denkt, du hast eine andere und er reagiert eifersüchtig zum Beispiel, könnte auch dazu führen, dass er auch aktiv wird in deine Richtung, weil er möchte dich nicht verlieren. Ich will dich aber nicht überreden, jetzt mit einem anderen Mann zu treffen, ihn eifersüchtig zu machen, nur ich beschreibe, wie das auf ihn wirken würde. Und die Zukunft zeigen die Kinder, die vermitteln etwas Unbeschwertes. Das geht alles spielerisch voran. Außerdem symbolisieren die Kinder einen Neuanfang. Ein Neuanfang zwischen euch beide, ohne diese Dame. Diese Energie, was euch verbindet, kann ich in Zahlen umwandeln. Das ist die Zahl 1, die Zahl 0 und die Zahl 2. Und das heißt, er wird aktiv sein. Und hier steht er alleine. Das sind schon die Gedanken, dass er sich trennt. Und die Zahl 0 entspricht seinen Plänen. Er plant etwas. Was plant er genau? Die Zweisamkeit, du und er. Ich befrage jetzt mein Pendel. Werdet ihr zusammenkommen? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, ihr kommt zusammen. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein, das möchte er nicht. Wenn die Pendel stehen bleibt, dann ist es noch alles ungewiss. Kommt ihr zusammen? Die Antwort ist ja. Liebe Liada, so könnte ich deine Situation beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.